Julia, komm her! Ich hab den Typ gesehen, er hatte die Verteilerkappe. Wir müssen hinterher. So, Leute. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Daddle Buddy mit Man of Medan. Neue Episode, neues Glück. Es geht wieder los. Ein bisschen Gruselstimmung am frühen Morgen, Leute. Eigentlich wollte ich das abends machen, aber ich habe da abends gerade andere Sachen in der Pipeline, sag ich mal. Und da mache ich das heute mal schnell über den Tag. Ne, was soll ich sagen? Muss ja auch mal sein. Wir spielen Alex. Im Hintergrund seht ihr seine Charakterzüge bzw. Charaktereigenschaften nicht wirklich, weil ich da gerade vorhänge. Aber wir gehen hier gleich rein, dann zeigen wir das nochmal, dann gehen wir das nochmal durch. In der letzten Folge sind wir ganz glimpflich davon gekommen. Es ist aktuell kein weiterer von unserer Gruppe gestorben. Wir hatten ja bisher nur Konrad, den wir so als Verlust hinnehmen mussten, leider durch ein kleines Fauxpas. Allerdings haben wir in der letzten Folge auch gesehen, woran das Ganze gelegen hat. Denn diese Spielchen, sage ich mal, ne, wo du diesen Pulsschlag hast und dann die A-Taste oder die Y-Taste drücken musst, mitunter auch in einem wirklich sehr kurzen Zeitfenster eben dieser Wechsel von A zu Y stattfindet, die sind nicht so geil. Die sind nicht so gut gemacht und du hast auch selbst das Gefühl, dass wenn du getroffen hast, hundertprozentig, dass du irgendwie ein Stück davor oder dahinter warst oder dazwischen, keine Ahnung. Es ist nicht optimal. War aber schon immer ein Manko bei dem ersten Titel. Wie gesagt, ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, bei den folgenden Titeln ist mir das so nicht mehr so gravierend aufgefallen. Aber hier war es schon ein bisschen crazy. Das war auf jeden Fall der Grund, warum auch Conrad ins Gras gebissen hat. Wer es verpasst hat, auf jeden Fall letzte Folge checken. Leute, wir gehen jetzt rein. Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Man of Medan, wir gehen rein, ey. Und wir sind ja jetzt hier auch mit Alex am Start. Julia, habt ihr ja gerade gesehen, haben wir gerade runtergeholt vom Oberdeck. Wieder runter zum Unterdeck. Warum er das gemacht hat? Ja gut, warum ist er überhaupt runtergegangen? Die sollten mal lieber zusammenbleiben. Und er will es natürlich auch immer wieder wissen. Und jetzt holt er sie auch noch runter, obwohl er gerade ja mit diesem komischen Kidnapping-Anführer da gefightet hat, der so einen Mega-Amboss in der Hand hat. Amboss. Mega-Vorschlaghammer. Alter, was ist los mit dir? Ich würde meine Freundin oben lassen, ne? Komm runter, ist sicher, du! Und zwei Sekunden später poltert das da hinten noch richtig, weil der richtig aggressiv abgeht. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, Leute, spult zurück im Gang. Irgendwo weiter hinter uns war eine Person. Irgendjemand war da. Wer es war, keine Ahnung. Aber da stand jemand. Wir sind es nicht. Wir gehen rein. Ich bin bereit und heiß gemacht. Wir sind momentan aggressiv, begeistert, motiviert und dennoch irgendwie entspannt. Aggressiv entspannt, oder was? Wie geht's denn dir heute so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aggressiv entspannt. Auch eine geile Eigenschaft. Hab ich auch nicht gehört. Wir gehen rein. Durchsuche das Deck. Mal gucken, was wir hier haben. Ich bin in Stimmung. Für ein bisschen Gruselparty. Oh, ey. Mal gucken, wie weit das hier noch geht. Ist hier irgendwas? Nö. Ah. Nee. Das war wohl das Geräusch eben. Oh, Alter, hat er die Tür hier eingehämmert oder ist die einfach nur aus der Verankerung geflogen? Wow, was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Hier, er muss hier lang gekommen sein. Hui. Oh, ich war nicht bereit. Ich hätte wieder drücken müssen wahrscheinlich. Ich muss mich hier echt konzentrieren, Leute. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ja, hier, das wabert hier schon wieder so, ne? Hier ist schon wieder dieser ganze... Diese ganze Chemikalie ist hier komplett verteilt. Okay, aber er hat Schiss, ne? Glaubst du, wir kommen darüber? Klar. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße.
Ja! So, Alex hat's geschafft. Hätte auch der letzte Schritt sein können. Oh, Alter, hier ist richtig extrem. Oh, der ist so am Ende, der Typ. Der hat das so krass eingeatmet. Der sieht nichts anderes mehr. Außer seine schlimmsten Albträume, Leute. Ist er gestorben? Den Sprung schaffe ich nicht, Alex. Ich finde einen anderen Weg. Ja, na klar. Geh ruhig woanders lang. Hm? Easy. Die beiden wissen noch gar nicht, dass es sich um eine Chemikalie handelt übrigens, ne? Das müssen wir auch bedenken, Leute. Das, die ganze Sache auf den Grund gegangen sind ja quasi Brad und Fliss. Und die beiden sind sich relativ safe, dass es sich hier um eine Biowaffe handelt. Aber Julia und Alex, die wissen das nicht. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen anders spielen. Und er ist ja auch ängstlich und aggressiv. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwas schief läuft und er irgendwas sieht, wäre ich dafür, dass wir auch gleich in die Vollen gehen. Und entweder Messer zücken oder irgendwas machen. Das müssen wir halt. Auch wenn die Gefahr besteht, dass wir einen unserer eigenen Leute abstechen. Und die ist definitiv da. In diesem Game, dass die Gefahr, genau wie die Gefahr in diesem Raum, wahrscheinlich recht groß ist. Gucken wir mal. Was es hier gibt, ne? Oh. Das ist er, ne? Die Szene kenne ich auch noch nicht, die ist neu. Mist. Oh. Also nicht neu, aber jetzt wisst ihr, was die Ratten essen. Oh, das ist die Verteilerkappe. Tja, na sowas. Manchmal hat man eben Glück. Ja, noch haben wir hier gar kein Glück. Nimm die Ratte weg. Jawohl. Also du hättest sie jetzt nicht unbedingt gegen die Wand klatschen müssen, aber... Das war richtig knapp. Oh oh. Nochmal. Ja. Uiuiuiuiui. Oh shit. Die sind aber fix wieder hochgekommen, du. Oh nee, jetzt packt die Kappe nicht wieder weg. Nein, ich bin nicht bereit dafür. Aggressiv sind wir. Bleib mir verbleib! Alter! Ist das Julia? Wahrscheinlich, wir wissen es aber nicht. Oh, Alter, das Ding sieht ja richtig brutal aus. Was passiert hier? Oh, das ist Alien-Style. Oh shit! Was hätte ich machen sollen? Hey! Alles gut! Oh, ey, sie kann froh sein, dass ich sie nicht getroffen habe, Alter. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Alter! Diese Szene war neu für mich. Komplett neu, Leute. Ich habe das Game jetzt zum vierten Mal durchgespielt. Mit diesem hier jetzt, ja. Und diese Szene habe ich noch nie gesehen. Krasse Scheiße. Okay, es ist hell. Wir haben es geschafft, Leute. Das war eine kurze Episode, ne? Muss man wirklich sagen. Ja. Oder? Das Ende hatte ich auch noch nicht.
Okay. Oh, ich muss bereit sein, falls hier noch wieder was passiert. Nicht ganz so geil, ne? Conrad hat's nicht geschafft. Conrad, er ist durchgedreht, Mann. Ich meine, er hatte panische Angst. Vor... Also vor mir, schätze ich. Ich meine... Ich kapier's nicht. Er war ein Arschloch. Ja. Conny meint es gut. Egal, welchen Quatsch er gemacht hat, er meint es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Will andere immer zum Lachen bringen. Tja, was soll ich sagen? Die Gesichtsanimation war komisch. Ah. Boah, ey. Zurückgelassen. Was willst du machen, ne? Scheiße, Alter, den hat's richtig zerlegt. Man of Medan. Ja, Leute, das Ende. Mal gucken, ob noch was kommt. Und... Ja, der Curado. Das war's. Game over. Fertig. Mhm. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Kompliment. Beinahe jeder hat überlebt. Beinahe. Ja, ist aber auch nicht einfach. Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile. In Panik gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Da hat er gut reden auf seinem Schemel da. Der macht los, er hat Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Ja, du kleiner Fuchs. Ja, da war ich heiß. Da war ich heiß. An dem Ende. Nach dem Ende. Ja, Leute. Wir überspringen das hier nochmal. Obwohl, nee, wir lassen das mal im Hintergrund einfach laufen. Mach's mal ein bisschen leiser. Na? Naja. Leute. Was soll ich sagen? Es ist geiles Game gewesen und tatsächlich schade, dass die Episode jetzt so kurz geworden ist. Ich habe hier ein 10-Minuten-Ding draus gemacht und mega. Mega, Leute. Ich fand's gut, ich kann's immer wieder nur empfehlen und es war gesagt jetzt, wie gesagt, es ist jetzt schon mein vierter Durchlauf gewesen. Oh, ist schon Special Thanks? Ich habe hier gar nicht Zeit zu quatschen gehabt. Das war der kürzeste. Ah, jetzt geht's weiter. Yo, man, was geht ab? Hier wird hier richtig hot abgerappt im Hintergrund. So, jetzt aber wieder Butter bei die Fische. Man of Medan. Geiles Game, geiles Horror-Survival-Game von Dark Pictures. Ich zeig's nochmal in die Cam. Ich habe das hier gezockt für die Xbox Series X, Leute. Und, geiler Titel. Und ich war natürlich auch heiß und. Hat mich mega gefreut, als dann hier schon angeteasert wurde, Alter, Little Hope. Damit geht's weiter. Und da steigen wir auch auf jeden Fall mit ein in der nächsten Episode.
der Dark Pictures-Reihe. Natürlich wusste ich auch schon, dass es 4 Games geben wird. Das haben sie auch vorher angekündigt, dass in jeder Season 4 Themen behandelt werden. Und es gibt die Kategorie Leute, die sagen, Man of Medan war der schlechteste Teil. Und es gibt auch Leute, die sagen, Man of Medan gehört eigentlich mit zu den Besten. Und dann wurde es ein bisschen schwächer. Ich muss tatsächlich sagen, Man of Medan war geil. Ich fand den gut. Und Little Hope, der als nächstes kommt, hat eigentlich so gleiches Level. Ist auch ziemlich cool. Aber das werden wir erleben. Dann kam ja House of Ashes raus. Und House of Ashes ist halt eine andere Thematik. Fand ich aber ein bisschen schwächer. Und den vierten habe ich tatsächlich noch gar nicht durchgezockt, Leute. Das heißt, auch hier würden wir Premiere feiern, auch für mich. Ich habe vielleicht eine Stunde gespielt, maximal zwei. Und den werden wir auf meinem Kanal auch noch zocken. Monat ist kurz, Leute. Mal gucken, ob wir das Ganze hier hinkriegen. Sind aber kurze Games. In der Regel kannst du die tatsächlich auch an einem Abend zocken. Das ist so eine 6-Stunden-Geschichte. Da startest du um 17, 18 Uhr. Dann bist du da um 12, halb eins mit durch. Habe ich schon oft gemacht. Ist geil. Wie gesagt, den Titel habe ich jetzt hier auch schon viermal gezockt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil Wiederspielwert ist einfach enorm. Ich war so überrascht, dass ich jetzt in der letzten, den letzten 5 Minuten, 3 Minuten so viele andere Szenen gesehen habe. Also das Ende war komplett neu. Die Verteilerkappe hatte ich, glaube ich, schon mal, aber nicht in der Form. Das mit den Ratten habe ich noch nie gesehen. Dass dieser Kidnap-Chef da so gestorben ist, war komplett neu für mich. Diese Fahrstuhlszene war komplett neu für mich. Und es gibt zum Beispiel auch eine Szene, da kämpfst du mit dem noch weiter unten im Schiff und dann läuft das ganze Schiff noch voll und wird geflutet und also es ist noch so viele andere Sachen, die du da erleben kannst, beziehungsweise auch so andere Handlungsstränge, weil ja die unterschiedlichen Charaktere ja auch sterben können. Kann das natürlich immer mal wieder richtig cool eine ganz andere Wendung nehmen. Also, Leute, wenn ihr Bock habt, kauft euch Man of Medan. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile noch ein Zehner oder so, das kostet ja nichts mehr. Oder ihr habt es irgendwo in der Bibliothek drin. Genießt es, ist es geil, gerade für Horrorabende und es macht vor allen Dingen auch Bock im Multiplayer-Modus, Leute. Ich kann euch das nur empfehlen. Es gibt diesen Couch-Koop, wo jeder eine Figur übernimmt oder du die Person eben aufteilst, wenn du nur zu zweit oder zu dritt spielst. Und dann geht das ab. Oh, warte mal, Leute. Warte mal. Es hat einer überlebt? Auch das ist schon wieder komplett neu für mich. Dass die kommen nicht, das kenne ich. Aber ich dachte, das käme früher. Ach, das geht doch nicht gut, Alter. Jetzt rennen die da ohne Gasmaske rein, ey. Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Die gleichen Sprecher, nicht cool. Wird versucht, ein bisschen zu verstellen. Das hätten die anders pitchen sollen, aber so nicht. Wenn Synchronsprecher versuchen... Wow. Was zur Hölle ist das? Von wem ist das die Stimme? Von Conrad? Oder Brad? Ich bin mir gar nicht sicher. Conrad habe ich länger nicht gehört. Geil, das Ende kenne ich auch nicht. Was zum Teufel? Alter! Alter, der hat die mal weggefegt, ey. Hier, Vorschau, Leute. Oi. Welcome to Little Fucking Hope. Ja, ich glaube, 2 Jahre später, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube ja. Das merke ich gerade, ich habe den Sound gar nicht mehr hochgedreht, ne? Habt ihr das ein bisschen leise gesehen? Das tut mir leid.
Ja, geil. Nochmal ein cooles Ende. Und weggebrezelt die beiden Typen und es hat noch einer überlebt. Ja, der schiebt halt noch seinen Film, ne? Das ist, der ist da auf ewig gefangen. Der will ja wahrscheinlich auch einfach sterben, weil der kommt ja gar nicht mehr klar, der Typ. Beziehungsweise essen, trinken, ist ja auch schwierig. Bisschen Dehydrierung noch am Start, Alter. Hm, weiß ich nicht. Aber die waren ja nicht wahrscheinlich die einzigen Hubschrauber, das wäre äußerst fragwürdig. Vielleicht kommt er da ja noch raus. Aber damit ist tatsächlich Man of Medan noch abgeschlossen, Leute. Also es gibt hier nicht irgendwie nochmal jetzt aktuell einen zweiten Teil oder ein Spin-off, irgendwie was, gibt's nicht. Das ist quasi Man of Medan gewesen, das blieb auch so und ist auch gut so. Leute, ich danke euch jetzt fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal hier auf meinem Kanal wieder. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und bleib gesund. Und mach's gut. Und tschüssi!